Der Mann im Wald ist Jürgen Friedrich Maat. Statt wie die anderen Bauern seine Felder zu bestellen, zog er sich einen Anzug an, setzte einen Hut auf, stellte sich in eine Farngruppe und hörte den Vögeln zu. Hat er angefangen, Vögel zu fotografieren und Bäume und Menschen. Oh. Das ist ja super. Ja. Die Art ist ausgestorben, die Art ist ausgestorben, die Art ist ausgestorben. Der ist nur noch an einem einzigen Fundort bekannt, Adippe ist ausgestorben. Ausgestopfte Vögel, 3000 Schmetterlinge, fast 8000 Fotos, alles sorgfältig dokumentiert und beschriftet. Erst in dieser Menge der Fotografien erkennt man ja ein Präparat, was in die Natur gesetzt wird. Also mir war das vorher nicht begegnet. Was hier ein Vogelleben gewesen ist, das kann man ja aus den Tagebüchern herauslesen. Und manchmal kriegt man Tränen in den Augen, weil man sagt, Mensch, wo sind sie geblieben?